Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Wir blicken jetzt auf die aktuelle Lage am deutschen Aktienmarkt. Mein heutiger Gast, das ist Christian Wolalitsch von der Flatex Bank. Ja, schönen guten Tag, Herr Wolalitsch. Die Stimmung, die ist ja aktuell wieder mal schlecht, muss man einfach sagen. Heute gab es jetzt ZEW-Daten. Die Konjunkturerwartungen sind jetzt so negativ wie seit 2011 nicht mehr. Was heißt das denn jetzt für den DAX und den MDAX? Ja, herzlich willkommen. Ich bin aus meinem Sommerurlaub zurück. Meine Stimmung ist ein bisschen besser als die Konjunkturdaten möglicherweise. Ja, es ist kein Geheimnis. Die Daten werden von Monat zu Monat etwas suboptimaler, pessimistischer. Auch das drückt sich dann auf das Gemüt der Anleger. Wenn wir uns charttechnisch den DAX einfach mal kurz anschauen, dann sehen wir an dieser Stelle, dass wir beim DAX aktuell einige 100 Indexpunkte vom Jahreshoch entfernt sind. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Nun, wer seit Jahresanfang investiert ist, kann sich immer noch über gewisse Gewinne erfreuen. Ich habe hier im Chartbild einfach mal auch den Trendfolgeindikator Ichimoku Kinko Hyo hier dargestellt. Und für mich gibt es momentan persönlich zwei Szenarien. Entweder man schaut sich das alles von der Seitenlinie aus an, denn aktuell ist man vom Kursverlauf her unterhalb der Wolke. Oder man nutzt die zweite Möglichkeit, eher die Tagestiefs bzw. das Wochentief, denn wir sind momentan saisonal bedingt im Monat August. Das ist ein schwacher Börsenmonat und hier wären durchaus weitere Tiefstände durchaus möglich. Gegebenenfalls gehen wir auch in den nächsten Handelstagen vielleicht in Richtung 11.300 und noch tiefer. Also da sehe ich durchaus eine Möglichkeit. Und wenn man sich den MDAX, also quasi die zweite Reihe, anschaut, auch hier ganz wichtig die Konjunkturdaten. Hier habe ich einfach den Simple Moving Average, den 50er und den 200er eingezeichnet. Da ist es auch mit den Kerzen auf Tagesbasis eher so, dass entweder der ein oder andere Trader, wenn er nur die Long-Seite favorisiert, momentan die quasi an der Seitenlinie das Ganze verfolgt, sucht man eher ein Short-Szenario, dann möglicherweise den 200er, der ungefähr bei 24.500 liegt aktuell, sollten die Zahlen noch weiter in den kommenden Handelstagen mit Konjunktur- und Wirtschaftsdaten sich noch weiter vertrüben, wäre durchaus auch charttechnisch auch für den MDAX das gleiche Spiel gegeben, dass weitere Tiefs gegeben sind. Deshalb sollte man Tages- und auch das Wochentief immer im Blickfeld behalten, denn durchaus, wie gesagt, weitere Tiefskurse im Monat August sind momentan nicht auszuschließen. Was machen denn in dieser Situation die Flatex-Kunden? Also was sind die meistgehandelten Werte bei Flatex? Genau, ja, unsere Kunden, die traden halt auch das, was die Nachrichten hergeben. Wenn man einfach mal kurz sich die meistgehandelten Werte anschaut, auf der Kaufseite findet man Einzeltitel wie Voltabox. Voltabox hat hier Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr gestrichen. Das scheint bei dem einen oder anderen Flatex-Kunden momentan im Fokus zu liegen, dieser Einzeltitel. Demzufolge sieht man ihn unter den meistgehandelten Werten im Bereich der Käufe. Wirecard momentan sowohl bei den meistgehandelten Einzeltiteln im Kauf- wie im Verkaufsbereich. Hier ist vielleicht ein möglicher Grund, wenn man den Chart sich anschaut, seit Anfang, Mitte Juni haben wir hier eine Seitwärtstendenz, charttechnisch ungefähr bei 140 Euro ist der untere Bereich. Das nutzt vielleicht der ein oder andere Trader auch, der mit dem Thema technische Analyse aktiv ist. Das sind mögliche Gründe. Ja, und bei TUI sehen wir auch, der Einzeltitel ist bei den meistgehandelsten Werten auch gegeben. Heute am Dienstag gibt es Quartalszahlen, die 9-Monats-Zahlen, und das könnte vielleicht den einen oder anderen Anleger oder Trader dazu veranlasst haben, in dem Zusammenhang auch mal Kasse zu machen. Auch dieser Wert sicherlich zu den volatileren Titeln in den letzten Wochen gehört. Dann schauen wir jetzt zum Schluss noch auf die Termine der Woche. Was müssen Anleger noch auf dem Schirm haben?
Gut, Dienstag ZDW haben wir schon verarbeitet im Markt, gab es ordentlich nochmal was drauf. Wir werden diese Woche aus China Thema Industrieproduktion Zahlen erwarten. Der Handelsstreit USA-China, der wird halt, solange er nicht gelöst ist oder dass eine Vereinbarung gegeben ist, wird jede Woche immer wieder erwähnt. Und darauf werden Anleger halt auch schauen, speziell dahingehend, wie sich China entwickelt. Und das ist sicherlich auch für viele exportorientierte Einzeltitel ganz interessant und wichtig, wie sich China entwickelt, da auch diese Zahlen fürs Gesamtjahr noch zu beachten sind. Dann aus Deutschland Bruttoinlandsprodukt Q2 erwarten wir diese Woche. Und aus den Vereinigten Staaten Thema Einzelhandelsumsätze am Donnerstag, Philly Fed-Herstellungsindex. Auch das sind Termine, die im Blickfeld von Tradern sind. Für einen Anleger, der langfristig orientiert ist, den wird es nicht jucken oder richtig irgendwo kratzen. Aber für Trader, die kurzfristig aktiv sind, das und noch weitere Termine, die sicherlich im Fokus in dieser Handelswoche stehen. Dann vielen Dank für den Überblick, Christian Wolowitsch. Ja, und schön, dass Sie dabei waren. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.